Philipp ist sehr, sehr glücklich, dass er heute mit uns zusammen demonstrieren kann. Ce que vous faites ici, nous le faisons là-bas, sur Paris, depuis 5 ans également. Et tout ceci nous a appris beaucoup de choses. Also das, was wir hier machen, das machen Sie in Frankreich, in Paris, auch schon seit 5 Jahren. Und in dieser ganzen Zeit haben wir so viel gelernt. C'est que c'est la vérité qui va nous libérer tous. Uns alle wird nur die Wahrheit befreien. Que l'amour est la force et que la force est avec nous. Die Macht ist die Liebe und die Macht ist mit uns. Nous sommes en face d'un... Nous sommes à la fin d'un cycle où aujourd'hui toutes les trahisons des peuples se font jour. Wir sind gerade in einer Zeit angelangt, in der der Verrat am Volk zutage tritt. Et nous sommes les héritiers de ce passé et à nous tous, nous allons construire ce nouvel avenir dont nous rêvons tous en balayant tous ces psychopathes. Wir haben diese Welt des Verrats geerbt und es ist an uns, uns von diesen Psychopathen zu befreien und unsere eigene Freiheit in die eigenen Hände zu nehmen. Il s'agit d'un cancer qui nous est imposé. Nos pays sont malades, les peuples sont malades de ces traîtres qui nous trahissent jour après jour dès qu'ils ouvrent la bouche. Dieser Krebs, der unsere Länder auffrisst, der arbeitet in Frankreich genauso wie er im deutschen Volk arbeitet. Und wir sind aufgerufen, uns jeden Tag von diesen Verrätern, die unser Volk missbrauchen, zu befreien. Ils ont menti sur les vaccins comme des mafieux pour ponctionner nos richesses, notre argent et se remplir les poches. Sie haben uns, was die Impfung anbelangt, belogen, aus dem Grund, ein gutes Geschäftsmodell daraus zu stricken und sich unser Geld in die eigenen Taschen zu schaufeln. Ils sont organisés comme une mafia, passent par la peur et détruisent les familles, détruisent les individus. Ce sont des meurtriers. Sie haben sich als mafiöse Struktur organisiert. Sie zerstören Familien, sie zerstören das Individuum aus Profitgier. Ce cancer de toutes nos sociétés, chaque peuple, ici en Allemagne, chez nous en France, mais en Italie et partout en Europe, ce cancer doit être, enfin, ces personnes doivent être considérées comme une maladie, comme un cancer. Aber das, was wir in den ganzen Ländern Europas wahrnehmen können, voraussichtlich auch auf der ganzen Welt, das ist, dass dieses Krebsgeschwür in unseren Nationen um sich greift, das wir als Krankheit betrachten müssen, von dem wir unsere Völker heilen müssen. Ils ont menti sur les vaccins, ont tué des gens. Ils ont menti sur l'éducation, sur l'histoire. Aujourd'hui, ils agressent nos enfants dans nos écoles sur des programmes sexuels liés et préparés à l'OMS. Tout ceci ne représente qu'une seule chose. Le combat que l'on doit gagner aujourd'hui, car il s'agit d'une guerre pour notre survie. Sie haben unsere Gesellschaft krank gemacht und aktuell sind sie dabei, in den Schulen unsere Kinder zu infizieren mit diesen Frühsexualisierungsaufklärungskampagnen, nur aus dem Grund, unsere Völker in den Ruin zu treiben und sich selbst über uns zu stellen. Und es ist an uns, jeden Tag den Kampf aufzunehmen
und für unsere eigene Freiheit gerade zu stehen. Das ist doch die der Kirche. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'avoir fait le voyage pour vous retrouver ici. Nous espérons que vous ferez le voyage dans l'autre sens pour venir nous retrouver, parce que nous avons tous besoin les uns des autres pour faire voir que les choses évoluent, que les choses bougent et que les choses sont en notre faveur. Nous avons... Sie sind heute sehr, sehr froh, diese Reise auf sich genommen zu haben, zu uns gekommen zu sein, zu sehen, dass wir genauso ticken und uns zu zeigen, dass auch in Frankreich die Situation, wie wir sie erleben, exakt dieselbe ist. Nous avons l'impression que tout ceci est inéluctable, que tout ceci devra arriver. Un peu comme lorsque l'on lâche une pièce depuis la Tour Eiffel, le haut de la Tour Eiffel, et que cette pièce tombe. Elle tombera inévitablement. Et avec un petit peu d'anticipation, on saura exactement à l'endroit où elle va tomber. Natürlich freuen sich auch auf einen Gegenbesuch von uns in Paris, den wir natürlich sehr, sehr gerne machen. Ja, ça marche partout, hier. Und das... J'ai perdu la pièce. L'histoire de la pièce, quand on l'a inéluctable. Also das, dieser Kampf, den wir führen, also die Situation, in die wir geraten sind, unsere Völker geraten sind, das war vorhersehbar, das war nicht vermeidbar, so wie die Systematik funktioniert, ist das genau der Punkt, an dem wir kommen müssen. Und genauso wie wenn man sich auf den Eiffelturm stellt und ein Geldstück fallen lässt oder aus der Hand gleiten lässt, weiß man, es wird fallen. Und mit etwas Voraussicht, mit etwas Vorausschau kann man sogar ziemlich genau sagen, wo es hinfallen wird. Und genau in dieser Situation befinden wir uns gerade. Es fällt und wir wissen, wo es landet. Cette pièce qui tombe, c'est ce qu'il nous impose. Nous sommes le souffle d'air qui va pouvoir, au bon moment, souffler sur la pièce, la dévier et la faire tomber là où nous souhaitons qu'elle tombe, sur un matelas de mousse où on va tout reconstruire. Also diese fallende Münze, das ist das, was sie mit uns tun. Ja, diese Münze fällt, wir haben es nicht bestimmt, aber wir sind der Windhauch, der in dem richtigen Moment, an der richtigen Stelle die Münze so weit ablenkt, dass man sagen kann, okay, sie fällt weich, sie fällt auf Moos, sie fällt auf eine Matratze und sie fällt an den Ort, an dem wir wollen, auf den sie fällt und von dem aus wir unsere Gesellschaften wieder aufbauen werden. Ce souffle doit souffler exactement dans le même sens. Si chacun souffle ici, là, la pièce tombera. Nous devons tous nous réunir, tous les peuples d'Europe et du monde, pour se libérer de ce cancer. Nous devons tous souffler dans la même direction. Und genau das ist es, wenn jeder einfach so vor sich hin pustet und versucht, diese Münze nach seinem Gutdünken zu lenken, dann wird nichts passieren. Wir müssen aus einer gemeinsamen Kehle atmen. Wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen einen gemeinsamen Weg gehen, um unsere Gesellschaften in eine Richtung zu bewegen, die für uns Menschen gut ist, von der aus wir wieder aufstehen können. Et pour cela, un petit peu comme si nous étions en prison. Et la porte de la prison n'est pas fermée à clé. La porte est ouverte. Mais seul, individuellement, on ne peut pas ouvrir la porte tout seul. Que ce soit la droite, que ce soit la gauche, d'abord ça n'existe plus. On ne peut pas. Il faudra se regrouper tous ensemble, au-delà de nos différences, pour aller tous ensemble pousser cette porte qui est ouverte et aller construire le monde que nous souhaitons. Wir sitzen in einer Zelle mit einer besonders schweren Gefängnistür, die aber nicht verschlossen ist. Aber jeder Einzelne von uns kann sich mühen, so viel er will, er wird diese Tür nicht öffnen können. Nur gemeinsam, wenn wir in eine Richtung stoßen, dann können wir uns aus dieser Zelle befreien
und unsere Gesellschaften so errichten, wie wir das für richtig halten. Et pour créer ce lien, il s'agit de la fraternité. Nous sommes arrivés hier soir à l'invitation de Noël et de Karl. On est arrivé tard, on a été accueillis comme des princes. Ils nous avaient préparé à manger, on a écouté de la musique et on s'est beaucoup parlé. On a sympathisé tout de suite, immédiatement. Il n'y a plus de hasard. Le hasard n'existe pas. Und so wie wir uns das wünschen, dass wir gemeinsam vorgehen, haben wir das natürlich hier mit der Einladung auch eingestielt. Auf Einladung von Noel und von Neustadt steht auf, von der Initiative Hambach 24, haben wir unsere Freunde eingeladen. Gestern Abend sind sie gekommen, eigentlich wollten sie noch nach Göttingen fahren, bis dann haben sie es nicht geschafft. Sie sind nach Neustadt gekommen und wir haben sie herzlich willkommen geheißen, haben sie bewirtet in unserer kleinen Begegnungsstätte, hatten wir eine sehr, sehr gute Zeit, haben sehr intensiv gesprochen und wir überlassen nichts dem Zufall. Es ist nicht einfach nur so. Es ist so, weil es so sein muss. Und von hier aus gehen wir gemeinsame Wege und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn jeder Einzelne von euch bei der Gelegenheit, die sich bieten wird, mit uns auf diesem Weg unterwegs sein wird. Vielen Dank, Freunde.